Die Seitenlänge des kleinen Quadrats beträgt ein Drittel der Seitenlänge des mittleren Quadrats. Die Seitenlänge des mittleren Quadrats beträgt die Hälfte der Seitenlänge des großen Quadrats. Wenn der Flächeninhalt des kleinen Quadrats 11 Quadratzentimeter beträgt, wie groß ist dann der Flächeninhalt des großen Quadrats in Quadratzentimeter? Wenn wir die Seite vom kleinen Quadrat x nennen, dann ist die Seite vom mittleren Quadrat 3 mal x und die Seite vom großen Quadrat 6 mal x. Der Flächeninhalt vom kleinen Quadrat, das ist x hoch 2 und das ist auch 11. Das heißt, x hoch 2 macht 11. Der Flächeninhalt von dem großen Quadrat, das ist 6x im Quadrat. Und 6x im Quadrat, das ergibt 36 mal x Quadrat. Und da x Quadrat 11 beträgt, macht das 36 mal 11, das heißt 396. Und somit ist Antwort C die richtige. Auf die nächste Frage wird im nächsten Tutorial geantwortet.